Hallo meine lieben Damen und Herren, willkommen zurück zu K-Productions. Heute werde ich euch zeigen, wie man aus einem normalen Haushaltsfeuerzeug einen kleinen Mini-Flammenwerfer basteln kann. Zuerst zeige ich euch kurz mal die Flamme. Nicht gerade die größte. Jetzt voll. Klein. Jedoch, das wollen wir ändern, und zwar folgendermaßen. Ihr nehmt die Abdeckung weg. Ich finde es am einfachsten mit einem kleinen Schraubenzieher. Und dann müsst ihr dieses Ding hier, seht ihr das, den Riegel zum Verstellen der Flammenlänge nach oben drücken und nach links so schnell wie möglich rüber ziehen, drücken, was auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Hier unten seht ihr dies so ein kleines wie Zahnrad. Und das sollte sich bei der Bewegung nach links nicht bewegen. Dann drückt ihr das wieder nach unten, wieder rüber, oben, schnell rüber, unten, rüber. Das macht ihr so lange, bis ihr das Gefühl habt, jetzt ist genug. Ich mach's jetzt noch einmal und mal schauen. Dann bringt ihr die Abdeckung wieder darüber. Und ja, jetzt haben wir auf. Hier sieht man so. Auf Maximum. Und schauen. Jetzt hat es ein bisschen länger, bis es brennt. Ja, schon etwas mehr als eine tapere Flamme. Das ist doch mal ein Feuerzeug. Der Nachteil ist, manchmal brennt es. Bei mir brennt es immer noch so nach. Da habe ich einen richtigen Flammenwerfer. Immer mit der kleinen Nachflamme. Das ist etwa die maximale Länge, ohne irgendwelche wirklichen Gefahren einzugehen.